Was soll ich sagen? Ich bin auch da. Ich mache Schutzhülle rum, deswegen Poco in Schwarz. Ich habe lange kein Outfit of the Day mehr gefüllt, gemacht. Also die meistens Adidas Schuhe. Adidas? Ich glaube schon. Ja. Prima. 1A. Eine branded Hose. Also, ja, einer meiner Lieblingshosen. Finde ich richtig gut. Und einen schwarzen Pullover. Ich habe einfach den Schrank auch voll. Da. Und ich habe den jetzt einfach angezogen, schmeiß mir eine Jacke über und dann geht's los. Ich weiß nicht, welche Jacke. Ich denke einfach Parker. Ich mache den Kälteschutz raus, also da ist ein Info da drin. Oder Regenzeug-Ding, wie heißt das? Ein Überzug-Ding. Und oh, dann fahre ich erstmal einkaufen für den Abend. Ich will halt noch kochen. Lecker, lecker. So, ich fühle mich heute wie das Wetter, ein bisschen grau und grau. Sonst eigentlich ganz angenehm. Auch seit dem Einkauf bei den Kleinigkeiten. Und jetzt fahre ich nach Hause und guck mal, was passiert. Ich wünsche euch erstmal was. Schönen Tag, bis später oder so vielleicht. Jo, Mr. Zollkopf ist wieder da. Lange Haare ist immer ein bisschen blöd bei so einem Wetter mit Fahrrad und am Fahrrad unterwegs. Da war ich schon bei Aldi. Hab für heute Abend eingekauft. Also ich habe richtig Bock, heute Abend noch zu kochen. Also zur Zeit noch nicht, aber das mache ich das morgen. Ich habe ein paar Kartoffeln gekauft. Da Kartoffeln. Und ein bisschen Quark, ein bisschen Tzatziki und Creme, Kräuterquark oder so. Gibt es nächsten Tag irgendwie Hähnchenschnitzel mit Zwiebeln, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Gyros. Wie Gyros? Ah, Gyros habe ich vorhin gefrierfach gefunden. Mit Reis und Tzatziki vielleicht. Oder das ist auch eine gute Idee. Ich versuche das, probiere das mal in der Heißluftfritteuse aus. Dann gucke ich mal, was die Tonne so bringt. Ja.